Und wenn ich sage, Gronkh ist ein altes Schnitzel, ne? Ja. Das wäre dann meine Meinung, richtig. Das hat aber dann keinen Einfluss auf ihn, ob er gut ist oder nicht. Und das hat auch dann auch keinen Einfluss auf meine Videos. Ja. Ist ganz einfach so. So. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja, ich auch nicht. Ich bin hier immer noch fleißig am Holz abbauen. Oh, und es wird dunkel. Ich laufe hier quer durch die Minenschächte und Lava. Hier. So, also ich habe jetzt auf jeden Fall einen ganzen Arsch voll Holz dabei. Alter, ich bin weggerannt. Ich kann nicht finden. Ja, vielleicht läuft diese Aufnahme heute mal ein bisschen reibungsloser als gestern. Mhm. Ich auch. Alter, wo bist du denn? Ja, wenn ich das genau wüsste. Hier war ich. Ach, verdammt, hier war ich gerade. Hey, ich habe hier Lapis Lazuli gefunden. Suche aber Diamanten. Ich habe einen Diamanten. Ich habe letztens in der Kiste gefunden, letzte Aufnahme. Hier in der Nähe ist Lava. Also ich bin in der Nähe von Lava. Von einem Minenschacht. Oh. Okay. Oh. Das ist Lava. Lava tut auch. Mhm. Ich gestern auch schon zum eigenen Leibe gespürt gekriegt. Ja. Aber Lava verbrennt natürlich auch schön die Monster. Ja, das ist natürlich die einzige Sache, die Lava gut macht. Und Obsidiane stellen. Richtig, richtig. Oder Cobblestone. Ja, Cobblestone. Alter. Ich bin verloren, ich laufe hier schon gerade im Kreis herum. Da war ich auch schon. Ich versuche gerade mein Wasser wieder aufzusammeln und dann mal die Lava so ein bisschen ruhig zu stellen hier. Ah. Das scheint zu funktionieren. Wow! Okay. Nicht gestorben. Haha. Alter, hier ist alles unbeleuchtet. Da auch. Boah, ich bin total verloren. Ja, ich eigentlich auch, also. Guck mal, wer da ist. Der Herr Zombie. Wow! Der droppt sogar Eisen. Nein, ich habe all meine Sachen verloren! Ach, verdammt. Ja, das nenne ich mal gute, saubere Leistung. Ach, verdammt. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich im Inventar hatte. Verdammt. Ich bin jetzt hier irgendwo im Sumpfgebiet. Frag mich nicht wo. Okay. Oh, eine ganze Armee von Creepern. 1, 2, 3. Ich renne weg, da sind 6 Creeper. Da gehe ich jetzt mal nicht hin. 6 Creeper auf einmal, da habe ich keine Lust jetzt mit denen. Scheiße. Ach, meine Sachen sind weg. Ja, hat ja keinen Diamanten dabei, oder? Nö, nicht wirklich. Die war noch. Die war noch und die war noch. So, dann hatte ich noch das. Ich glaube, 20 hatte ich. Alter. Ich komme hier einfach nicht mehr raus aus dem Minenschacht. Da ist schon wieder eine Kiste, aber die haben wir schon 100. Hier hatte ich so ein bisschen was von. Ich bin wieder bei der Schlucht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Da ist Lapis Lazuli. Gut, jetzt muss ich hier nur noch heil runterkommen. Ja, nicht durch die Lava. Da vorne. Ach, 2 Bogenschützen. Habe ich mal einen Bogen noch dabei? Nö. Ach, den habe ich ja letzte Aufnahme in die Lava geschmissen. So ja. Profimäßig. So profimäßig wie ich bin, schmeiß ich einfach mal so freiwillig einen Bogen in die Lava.
Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen mein Inventar zu rekonstruieren. Ich schieß mich die ganze Zeit an. Ich weiß es nicht. Da vorne ist wieder ein... Wie viele Skelette sind denn hier? Na, stirb. Oh, Creeper von links, Spinne von rechts. Ah, von hinten kommt auch noch irgendwer? Nee. Creeper nicht explodiert. Holz hatte ich auch. Und... Okay, explodiert mit dem Wasser. Ich hole ein bisschen Redstone. So. Jetzt bin ich nur am Überlegen. Fackeln hatte ich auch noch ein paar. Ganz schön schade, dass es hier in dieser großen Schlucht nicht einzigen Diamanten gibt. Richtig, richtig. Also da bin ich doch schon enttäuscht. Lava, Lavasee, Redstone, alles mögliche, nur kein Diamant. Ach komm. Lapis Lazuli, Redstone. Ja, zwei Diamanten würde ich gerne noch finden für eine Diamantspitzhacke. Damit das Abbauen viel schneller läuft. So. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Hab ich alles wieder? Hab ich wieder alles? Ich weiß es gar nicht. Alter, das kann doch nicht sein. Nein, was macht denn mein Minecraft jetzt? Scheiße. Nee, irgendwie bin ich aus Versehen auf die Skype-Dings gekommen. Aber ich hoffe, es läuft einfach weiter. Wenn es nicht weiterläuft, dann dreh ich durch. Und ich bin auch wieder drauf gekommen, dass es echt zum Kotzen ist, das. Wenn die Aufnahme nicht weiterläuft, dann ist blöd. Scheiße. Nur vier Holz. Das ist scheiße. So was sticky. Ich habe kein geschmolzenes Eisen. Ja, ich auch nicht. Obwohl ich habe viel Eisen eingesammelt, also kann ich. Warte mal, das kommt wieder weg. Ich weiß gar nicht, was ich hatte. Ein scheiß Inventar. Es ist zum Kotzen, wenn man alles verliert. Ah ja, das nervt wirklich. Ach, da ist ein Andy, den schaue ich jetzt mal nicht an. Den guten alten Andy. Den guten alten Slandy. Genau. Du, hast du schon mal so Slenderman gespielt? Also nein, ich hab's aber vor, kurz vor Halloween zu zocken, also jetzt nächste Woche quasi. War auch mein Plan. Ja, und dann mal schauen. Ich hab's bis jetzt mit meinen Kumpels zusammen gezockt, also so, ja, schon recht Nervkitzel hast du schon dabei, also. Ja, das stimmt. Das ist wirklich hart. Da gibt es ja so viele Versionen. Einmal im Wald, dann einmal im Sanatorium und einmal im Gefängnis. Ja. Ich zocke jetzt dann demnächst die Gefängnisversion, weil die kam mir bis jetzt am gruseligsten vor. Also die Gefängnisversion, oh, die ist. Aber ich finde auch die Schule finde ich gut, die Schule. Schule? Ja, dieses Elementary. Elementary. Da war ich noch nicht. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, also in der Schule läuft man da quasi rum. Genau, da musst du dann so Teddybären einsammeln. Ach, das probiere ich auch mal aus. Ja. Auf jeden Fall eine nette Sache, dieser Slenderman, auf jeden Fall. Sagen es gibt ihm, die anderen glauben, es gibt ihn nicht, also den gibt nicht, weil das ist ja nur ein Internetphänomen. Ja, richtig, richtig. Der glaubt an Slenderman. Das kannst du vielleicht einem 7-6-jährigen Jungen erzählen, der noch nicht wirklich davon Bescheid weiß, der glaubt es dir aber. Ja! Ah, guck mal, der schwarze Mann, den gibt's wirklich. Nee. Hast du Angst davor?
Ja. Diese ganzen YouTube-Videos, also hier Slenderman-Dokumentation, oh, das ist doch... Ja. Es ist schon leicht gruselig, aber... Ja. Im Grunde genommen ist der Enderman ja auch nichts anderes. Der ist auch nichts anderes als ein...